Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich möchte heute euch ein bisschen was über das erste Mal erzählen, vor allem weil es sehr, sehr schwierig ist, finde ich, damit umzugehen und vielleicht auch sich darauf vorzubereiten, wenn man das so sagen kann. Und da möchte ich euch einfach mal ein bisschen helfen. Und zwar ist es wirklich so, dass es komplett unterschiedlich zum ersten Mal mit einem Typen ist, finde ich. Gut, damit habe ich jetzt noch nicht so wirklich Erfahrung, aber das, was ich so gehört habe, natürlich höre ich mich auch um, ist halt so, dass es einfach sehr, sehr viele Unterschiede gibt und vor allem auch, wie man damit umgeht. Und ich möchte euch ein bisschen dabei helfen, wie man damit umgeht, wenn man das erste Mal mit einer Frau noch vor sich hat. Und zwar ist es so, dass ich das voll oft mir schon durch die Gedanken gehen lassen habe und beziehungsweise durch den Kopf gehen lassen habe, so rum, und mich gefragt habe, wie das wohl wird und ob ich das überhaupt kann. Das ist eine ziemlich große Frage, weil man oft denkt, okay, oh, das wird ja voll peinlich und ich werde wahrscheinlich nur lachen oder mir wird das voll unangenehm sein und ich kann das bestimmt nicht. Und erstmal möchte ich euch beruhigen, nicht können geht eigentlich nicht. Also solange ihr nicht darauf einhackt, wie so eine Irre oder die Waschmaschine anwendet, wenn ihr versteht, was ich meine, ist es eigentlich relativ einfach. Und nein, Sex ist nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall nicht so schlimm, wie ihr euch das vorstellt. Also da kann ich euch wirklich ein bisschen Mut zusprechen. Es ist nicht schwierig, es ist okay. Also ihr braucht davor keine Angst haben. Und vor allem, wenn man seine große Liebe, beziehungsweise die Person, mit der man das erste Mal haben will, schon gefunden hat, dann kann auch nicht mehr viel schief gehen. Das Wichtigste ist eigentlich, darüber zu reden. Dass euer Partner Bescheid weiß, wenn ihr Angst habt oder sonst irgendwelche Probleme habt und vielleicht noch nicht bereit seid oder... Ja, redet einfach, weil ohne Reden kann das nicht funktionieren. Den Fehler solltet ihr aber auch nicht machen, dass ihr das vorher plant, das heißt, dass ihr zu viel darüber redet. Es kann sein, dass ihr sagt, okay, in eurem Kopf, heute Abend passiert's halt, kann man machen, klar. Und dann bereitet man sich dementsprechend drauf vor und vielleicht zieht passende Unterwäsche an und so. Das geht, klar, aber man geht nicht zu seinem Partner oder zu der Person, mit der man schlafen will und sagt, hey, hast du Bock, heute Abend zu vögeln? Sowas kann man nicht machen. Also plant es nicht, weil sowas passiert meistens wirklich spontan. So, dass man das halt nicht plant. Das ist sehr, sehr seltsam. Also das würde ich nicht empfehlen, das zu planen, auf jeden Fall. Und ja, die Hygiene spielt eine wichtige Rolle dabei. Ich werde euch auf jeden Fall in der Infobox mal eine Seite verlinken, wo es auch Hygieneartikel dafür gibt. Und was ich vorher auch nicht wusste, ist, dass man auch als Lesbe verhüten kann und verhüten sollte, vor allem wenn es um Oralverkehr geht, weil das relativ gefährlich ist. Vor allem wenn ihr im Mund irgendwelche Verletzungen habt oder halt im Intimbereich, dann kann es halt sein, dass ihr über Blut oder über Flüssigkeiten es halt übertragen könnt, irgendwelche Krankheiten oder Bakterien, und das ist halt nicht sehr schön, sehr eklig. Also das würde ich euch empfehlen, dass ihr euch vielleicht auch mal schlau macht und auf jeden Fall euch vorher gut informiert, weil es gibt so einige Sachen, die ich da auch noch nicht wusste. Wie zum Beispiel den Aspekt mit dem Verhüten. Gut, ich persönlich habe es jetzt noch nicht gemacht, muss ich zugeben, aber ich will ehrlich sein. Ich kann es mir vorstellen, dass das sicherer ist auf jeden Fall. Ich hatte bis jetzt einfach nur immer Glück. Ja. Was gibt's noch dazu zu sagen? Überlegt es euch gut, ob ihr das macht und mit wem auf jeden Fall. Das ist wie wenn ihr mit einem Mann schlafen solltet. Es ist einfach so, dass es, finde ich, der Richtige, beziehungsweise die Richtige sein muss, um sowas auch zu machen, weil sowas ist wirklich eine hohe Vertrauenssache und sowas kann man nicht einfach so machen. Also selbst wenn man unglaublich Lust darauf hat, man sollte schon warten mit dem ersten Mal, bis es wirklich der Richtige oder die Richtige ist, damit man auch ein gutes Gefühl dafür bekommt, weil wenn ihr es mit jemandem tut, die jetzt halt zum Beispiel das nur macht und danach wieder abhaut. Das heißt, One-Night-Stand und dann das erste Mal, das ist nicht gut, das ist nicht schön und das wird euch auch immer schlecht in Erinnerung bleiben. Und das fände ich ein bisschen schade, weil sowas ist sowas Besonderes und ich finde, jeder sollte eine besondere Erfahrung damit machen. Was leider auch nicht stimmt, ist, dass es beim ersten Mal mit Frauen nicht wehtut, weil das kann immer passieren. Ich meine, wenn es euer Partner, eure Partnerin nicht richtig macht oder ihr vielleicht nicht komplett richtig macht, kann es sein, dass das wehtun kann. Das ist aber normal. Dann müsst ihr halt wirklich mit dem Partner reden und sagen, was euch gefällt, weil
woher soll er das wissen? Er kann doch nicht wissen, was euch gefällt. Bei Frauen ist es teilweise einfacher, weil die halt ihren Körper schon kennen und dann versuchen, das anzuwenden, was sie bei sich halt auch mögen. Und deswegen redet darüber, was euch gefällt und was ihr gerne möchtet, was ihr nicht möchtet. Weil wenn jemand was macht, was ihr nicht möchtet, ist es das Grausamste, was man so erfahren kann. Das habe ich zum Beispiel auch erfahren beim ersten Mal, dass meine damalige Freundin Sachen gemacht hat, die ich halt nicht attraktiv fand und sie fand es halt toll und ich habe den Fehler gemacht, ich habe nicht geredet und ich habe einfach das so gemacht, mitgemacht. Obwohl ich zugeben muss, mittlerweile gefällt es mir halt, also ich habe mich so dann doch mit abgefunden, aber damals wollte ich das halt noch nicht, weil ich wirklich komplett unerfahren war. Deswegen redet, macht den Mund auf, ihr braucht keine Angst haben, dass der Partner euch verlässt und wenn er euch verlässt, dann war es nicht der Richtige und dann könnt ihr froh gewesen sein. Also bitte redet mit dem Partner und ja. Kommunikation ist einfach das Wichtigste. Und passt auf euch auf, weil wenn ihr nicht die richtige Person dafür findet, dann kann es sein, dass das sehr unangenehm wird. Und ich finde, das erste Mal sollte was Besonderes sein, wie schon gesagt wurde. Und ich fände es toll, wenn ihr alle gute Erfahrungen sammelt und nicht so schlechte Erfahrungen wie manch andere. Deswegen mache ich dieses Video auch, weil ich möchte, dass ihr gute Erfahrungen damit sammelt. So rum. Ich bin etwas durcheinander. Ja, das war es eigentlich schon, was ich so grob sagen wollte. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder wenn ihr euch nicht traut, schreibt es mir halt persönlich. Ihr kennt meine Social Networks, die sind ja unten auch verlinkt. Ja, für Verhütung werde ich euch die Seite unten nochmal verlinken auf jeden Fall oder vielleicht irgendwelche Artikel, da, wo ihr euch dann halt informieren könntet. Und dann würde ich mal sagen, war es das heute auch schon wieder. Haut rein, Leute. Bis dann. Man sieht sich.